Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Die Leute haben entschieden, ich soll Roussillon abgeben, wenn ich Minimum 45.000 Euro bekomme. Also das habe ich mir denn als Ziel gesetzt. Aber es macht aber auch Sinn in meinen Augen. Es macht Sinn. Okay, das legen die sogar ein. Alles klar. Für 47 Millionen geht Roussillon jetzt also wahrscheinlich. Ja, jetzt geht's gegen die Bayern. So. Ja, starten wir so rein, würde ich sagen. Wieso haben die alle keine? Ah, warte mal. Ich muss mit dem Training auf jeden Fall was ändern. Ah, später. So, jetzt geht's erstmal gegen Bayern. Pressekonferenz ist natürlich auch da. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? Wir haben hart trainiert. Wir müssen abwarten. Versuchen müssen wir es. Danke. Gut. Also, jetzt geht's gegen die Bayern. Im direkten Duell gegeneinander. Ja, gehen wir es an. Was anderes bleibt uns da nicht übrig. Hinspiel haben wir in München 0-2, glaube ich, verloren. Oder 0-1. Auf jeden Fall ein enges Spiel. Auf geht's. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Partie, liebe Fußballfans. Willkommen in der Volkswagen Arena. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Wolfsburg gegen Bayern München. Wir sind also in der Liga zu Pekalo, ha, die Flanke geht an Neuer. Oh, Ponga selbst bricht sich da fast den Arm. Oh, guter Ball da auf Schlager. Alfonso Davies. Und jetzt wird es Einwurf geben. Sandro Tonali. Kevin Babu. Busch ihn kurz mal zu Robert Lewandowski. Was traust du ihm heute? Kein Abseits. Bordus. In der Liga hat er immer getroffen. Und das erwarte ich heute auch von ihm. Diese Torgefahr. Dieses Knipsen. Geht er wieder. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Im Rhein-Energie-Stadion hat sich was getan. Ein Tor. Das hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Ja, was war das denn jetzt? Gelb für Bordus. Weswegen jetzt? Okay, also diese gelbe Karte ist mir jetzt auch schleierhaft. Kimmich. Pogba am Ball. Ball bei Gnabry. Serge Gnabry.
Lewandowski mit der Chance. Das haben wir nicht schon für Tore erlebt. Erste gute Chance für die Bayern. Riesengelegenheit. Das war aber nichts von Lewandowski. Ein Babu. Das war ja nicht energisch genug. Und jetzt De La Viga. Ah, links war Brikalo auf jeden Fall frei. Stark gemacht, das könnte was werden. Den Ball hat er. Ah, Pogba bleibt noch verletzt am Boden. Sie geben den Ball Arnold, kein guter Ball. Wartet im Moment. Könnte die Führung werden. Und jetzt hat er hier das erste Tor. Und das 1:0. Gnabry. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Wieso geht die Leipziger davor nicht? Xaver Schlager. Maximilian Arnold. Boah, du ist abgefälscht. Lewandowski, ein seltener Gast in dieser Spielfeldregion. Sehr aktiv. Ich hab's schon wieder vergessen umzustellen. Das gibt es nicht. Kimmich. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Und Babu. Jetzt vielleicht. Die Bayern mit dem Tor. Und das 2:0. Das ist nicht zu übersehen. Da sind sie viel zu ja, gegen Bayern ist wahrscheinlich doch noch, noch mal eine Nummer zu groß. Unglaublich. Es gibt Neuigkeiten im Allianz-Stadion. Ein Tor ist gefallen. Es geht kurz ab ans Studio. Hier haben wir den zweiten Treffer für Hoffenheim. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. 37 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Ronaldo. Pogba. Schöner Pass. Ein Babu. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Ja. Oh, gutes Zuspiel da von Schlager. Chance zum Anschlusstreffer. Ah, Neuer hält den überragend. Wird Ecke geben. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusstreffer sein. Die Fans stehen weiter hinter dem. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Kimmich hat ihn. Ach, schade. Scheinbar alles im Griff. 2:0. Bleibt er weiter beim 0:2. Aber nach vorne geht doch relativ wenig bei uns. Ja, Bortus geht jetzt mal raus. Embolo wird kommen. Weil Boadus auch gelb gefährdet war. Jetzt geht's weiter. Beziehungsweise rot gefährdet. Der FC Bayern. Dass die Führung nicht unverdient ist, brauchen wir gar nicht reden. Bayern ist immer noch eine ganz andere Liga als wir. Aber vielleicht ergeben sich ja trotzdem noch Chancen irgendwann. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Da hat er klasse gearbeitet. Real hat ja vermeldet, dass man einen Transfer einfädeln konnte. Und das dürfte wirklich sowas wie ein Wunschspieler gewesen sein. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten würden froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Lewandowski. Gnabry. Kimmich. Schöne Flanke jetzt. Ja, das war's. Abseits. Und jetzt kriegt er doch. Wir wechseln jetzt nochmal. Ja, Gerhard kommt für Tonali. Und Schlager geht auch raus und Yashirin wird kommen. Auch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht
Jose Brekalo. Jari Fasciara. Und zurück zu Brekalo. Arnold mit seinem schwachen Rechten. Was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Und nun Pogba. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorne. Im Rhein-Energie-Stadion hat sie was getan. Ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es jetzt alle Infos. Wir haben hier Tor Nummer 3 für die TSG Hoffenheim. Neuer Spielstand damit also 3:0. Jetzt der Schuss. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Und Zirkse hier beinahe mit dem 3:0. Am Ende einfach kein Glück. Und 2:1 noch. Ja, Schirin macht. Doch noch der Gegentreffer hier. Damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Drittes so Saisontor. Sicher, wie sie defensiv bisher war. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Pogba. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Vorteil für den FC Bayern. Das könnte was werden jetzt. Guter Pass. Die Bayern, der Ball. Ja, was soll ich da machen? 3:1, Pogba. Die spielen das immer so clever, dass ich meinen Innenverteidiger rausziehen muss. Und dann entsteht dann nämlich diese Lücke und der Stürmer kann komplett durchziehen. Klasse Spiel der München. Gnabry. 3:1. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für den VfL Wolfsburg. Dann geht es auswärts gegen Eintracht Frankfurt. Darauf freuen wir uns schon. Sie auch wieder. Hoher Ball geht zu Pogba. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Genau so eine Situation meine ich nämlich. Das ist eher frustrierend. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Jetzt der Ballverlust. Vielleicht jetzt Pogba. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Leroy Sané, Joshua Kimmich hat ihn da. Der Zweikampf. Früh wird er jetzt gestört. Guter Einsatz, er hat den Ball. Sané. Wird da was drauf für die Bayern? Ja, 4:1. Jetzt werden wir hier abgeschossen. Die kriegen den Halsweg voll. Tolle da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht. Jetzt werden wir hier abgeschossen. Bayern zeigt uns die Grenzen. Und wir haben einen. Ja, deftige Niederlage gibt es hier nochmal. Das zeigt uns nochmal die Grenzen auf, wo wir sind. Mit Bayern können wir uns halt noch nicht messen. Da werden wir auf jeden Fall für das Roussillon-Geld Qualität einkaufen müssen. Sonst geht das definitiv schief. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Die Jungs haben alles gegeben, ja. Davon erholen wir uns wieder. Wir sind. Das war eine bittere Lehrstunde. Vielen Dank für diese. Ja. Gibt noch keine Meldung vom Roussillon-Transfer. Pongracic. Alle simulieren.
Wochenplan. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte Terminplan und Taktikvorlagen. Hä? Das will ich auch nicht. Ich wollte... Ich will halt nicht immer, dass die Ersatzbänke, also sollen komplett alle trainieren. Lannes zum Beispiel soll trainieren, Wagnumann, Almada. Muss ich jetzt hier jedes Mal wechseln? Das wäre ja behindert. Das wäre ja richtig behindert. Naja. Immer noch keine Neuigkeiten zum Roussillon. Ah, jetzt. Endlich. Ah, jetzt. Jetzt werden auch mal andere trainiert. Perfekt. Roussillon verkauft. 42 Millionen haben wir. Gut, Transferzentrale. Ja, probieren wir es jetzt mit Foden. Wir probieren es. Bitte erstmal 40 Millionen. Könnten wir uns leisten, möchte ich aber nicht. Denn wir müssen jetzt in der Defensive definitiv. Bei Reece James habe ich es versucht, da bin ich am Zögern, ob wir ihn oder Cinciurella nehmen sollen. Ich bevorzuge aber eher Reece James, bin ich ganz ehrlich. Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen sehr, sehr starken Mittelfeldspieler. Irgendwie, was, ich hatte doch auch immer diesen Italiener, das ist die Frage, wie er hieß, Bellerin? Nicht Hector Bellerin. Ja. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist natürlich wieder herrlich. B.
ist er nicht, Bella. Auf jeden Fall was mit L. Naja. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge und denkt daran, dass die PlayStation Darts 5, dazu möchte ich auch was sagen. Es geht ja diese Woche los, dass sie verkauft wird und ich soll sie eigentlich bekommen. Mal gucken, ob sie pünktlich kommt. Wenn ja, geht das schon bald los mit den PlayStation 5 Aufnahmen. Bis dahin, bleibt dran. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.